So, jetzt aber willkommen im Stream. Hier geht's jetzt los im nächsten Match. Die Icehawks gegen die Iowa Wilds. Die haben wir mittlerweile ja schon mal geschlagen. Jetzt also hier Rückspiel bei den Wilds. 3 Minuten habe ich die Drittellänge stehen. Finde ich super jetzt eingestellt. Ich hatte vorher 4 Minuten, da sind wir trotzdem noch auf 35 Minuten mit Verlängerung gekommen. Und jetzt eben waren es 30 Minuten mit Verlängerung und noch anschließendem Dings hier. Elfmeter im Eishockey. Wie heißt es denn nochmal? Shootout, genau. Und jetzt also mit 3 Minuten sind die Spiele so 22 Minuten. Das finde ich super. Bulli! Zu spät. Buckel versucht's hier. Jetzt hier Angriff. Da versucht das selbst. Umspielt uns alle. Und nochmal Nachschuss. Und Layton wieder im Tor. Ach, das gefällt mir doch. Die 49. Eigentlich mochte ich Burke immer lieber vom Namen mit der Nummer 1 auch. Aber Layton ist doch schon nach 4 Spielen, wo er im Tor war. Ist doch schon cool, dass er da ist. Der gute Layton. Jetzt versuche ich hier über außen, spiel dann auf die 25, die 26. Oh, schönes Anspiel. Warum schieße ich da nicht? Nochmal Versuch. Oh, Fehlpass. Hm, das hätte nicht sein müssen. Das war doof. Oh. Da schickt mir gar keinen anderen Ausspruch ein. Ist er schneller? Ja, spielt hier, macht hier so was Cooles noch mit dem Puck. Versucht vors Tor und... Ha! Da wurde der Verteidiger angeschossen. Wusste im ersten Moment gar nicht, was ist denn hier los? Kommt denn dieser Puck her? Jetzt hier. 25 auf Talanor. Ach, wird er wieder gehindert. Schade. 2 gute Möglichkeiten jetzt schon für die Wilds. Muss mal raus hier aus dem Buddig. So. Nordström, Seabrook. Ah, gutes Anspiel hier. Gutes Spiel, gute Pässe. Ah, Konter jetzt für die Wilds. Konter möglich, ja, obwohl zu lange gezögert. Jetzt sind sie wieder hinten. Alle Icehawks versammelt. Gutes Anspiel. Trichtinov. Bremst ab, Ragen. Schlagschuss! Ah, Backstorm hat gesaved. Nochmal die Möglichkeit. Jetzt Mitchell mit dem schnellen Angriff. Gegenangriff führt er an. Oh, gefährlicher Pass vors Tor. Gut, dass der vorbeiging. Und nochmal eine Möglichkeit. Schilling an die Bande gedrückt. Seabrook. Tekin, Ragen. Ja, gute Möglichkeit hier. Ja, schaut mal, wie die decken. Die decken richtig gut. Ah, bekommt dann Puck abgenommen. Schade, im Angriff. Das war nicht gut. Bin heute irgendwie so ein bisschen... Das erste Spiel war auch schon ein bisschen so. Larifari schön geblockt, aber das war jetzt noch gut. So, Talanoa hat einen Puck. Passt auf die 14, hat er zumindest vor. Ist irgendwie seltsam, wenn ich von mir in der dritten Person spreche, ne? Ich muss mal gucken... Ob ich dann einfach sage 17, ne? Und oh, gar nicht Talanoa. Obwohl, Talanoa kann ich ja sagen. Ich gehe mal nochmal in mich. Hier sind noch 5 Minuten im ersten Drittel zu spielen. Richtig gut. Gute Möglichkeit hier für die Wilds. Die sind brandgefährlich. Die darf man nicht aus den Augen lassen. Da schießen die sofort ein Tor. Haben ja schon 2 Spiele gegen die verloren. Und 1 gegen unentschieden aus. Also kein unbeschriebenes Blatt dieser Gegner für die Iowa Wilds. Für die Icehawks. Geht er rein? Nein. Schulz. Auf links außen. Schön geblockt hier vom Verteidiger. Wieder Schulz. Immer noch. Jetzt endlich Intercept. Und jetzt Möglichkeit. Hegarty. Auf. Mischinta. Schade, vorbeigeschossen. Donald. Puck noch heiß.
Machinta. Wieder Machinta. Was hält dieser Torwart? Baldwin sichert jetzt den Puck auf Schulz. Oh, den wollte ich doch gerade rammen. Kam er knapp. Knapp ist er mir da entgangen. Jo, in... Ah, was mache ich denn? Was mache ich denn, bitte? Schade. Läuft echt nicht so gut heute Eishockey. Erstes Spiel war auch so ein bisschen... Das hier ist jetzt das zweite. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, die Saison spitzt sich so ein bisschen zu. Ich habe ja noch nie Karriere gespielt. Hier sehen wir nochmal die gute Möglichkeit. Boah, Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt, dass der nicht reinging. Spiel fortsetzen. Null zu 0, zweites Drittel. Bulli. Harter Check hier gegen den Gegner. Steht er auch so da rum, ne? Noch ein harter Check. Jawohl, jetzt die Möglichkeit für die Icehawks. 26. Auf die 17. Schlagschuss. Abgenommen. Nochmal. Pfosten. Boah, welch Drama. Schade. Da guckt er. Versuchen sie noch reinzustochern. Hier sehen wir jetzt nochmal Rückhandspiel. Bulli. Gobertson. Auf Velux. Oder Velö. Bin ja nicht so französisch bewandert. Mitchell. Ah, knapp. Knapp, knapp. Sie müssen aus dem Verteidigungsdrittel raus. Es kann so nicht weitergehen. Aha. Jetzt die Möglichkeit. 14 auf Nordström. Triktinov. Ah, daneben geschossen. Mitchell. Auf Fellö. Wieder Mitchell. Oh, da steht er frei und Schlagschuss. Seabrock sichert. Auf Nordström. Nordström wird gestoppt, aber Ragin greift den Puck. Möglichkeit jetzt. Tor! Endlich! Endlich das verdiente Tor für die Icehawks. 13. Minute im zweiten Drittel. Hämmern sie über Joachim Nordström den Puck ins Tor. Bam! Schön! Direktschuss. In die rechte Ecke des Tores. Torwart keine Chance. Schönes Tor. Bulli. Woll, wichtiger Bulli-Gewinn wieder. Aber da ein Intercept. Das darf doch nicht sein. Hat er geträumt? Nein! Ich sag's noch. Iowa Wilds sind brandgefährlich. Und hier seht ihr es. Da hat er sich den Puck vom Verteidiger geschnappt, nach vorne gestürmt. Und im Nachschuss macht dann dieser, hier sehen wir es, im Rückhand. Mann, Ikonen, haut da rein, das Ding ins Tor. Leighton fassungslos, die Mannschaft fassungslos. Wie gewonnen, so zerronnen. Nun also Bulli. Das können sie besser. Schöner Intercept. Wichtiger Intercept. Nochmal den Puck abgenommen. Und nochmal den Puck abgenommen. Was ist da los? Oh, wichtig. Wichtig, den Puck da zu safen. Jetzt über außen, die 26. Auf Talanor. Ja, der versucht einen Schuss, schafft es aber nicht. Hallo und willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Schwieriges Spiel gerade gegen die Iowa Wilds. Am Tor geschossen? Nee. Na. Bulli.
4:3, Bully-Verhältnis gewonnen für die Icehawks. Eben dramatisch. Erstes Tor geschossen und direkt eine Minute später ziehen die Wilds gleich. Hier nochmal die Möglichkeit. Buckel auf Haggerty. Schöner Kanadier. Ja, jetzt die Wilds wieder im Konter. Es geht so ratzfatz hier. Schöne Möglichkeit. Aber Leighton klärt. Souverän, wie wir ihn kennen. Oh, schön locker aus dem Handgelenk. Hält er diesen Puck? Bully. Wichtiger Gewinn hier wieder. Was macht er denn da hinterm Tor? Ross. Jo, gutes Anspiel. Versucht fürs Tor, aber der Torhüter fährt da den Schoner raus. Schade. Gefährlich dieser Schuss. Den hat niemand geblockt, ne? Der ist einfach durchgelaufen. Und das da war schlecht. Das war doof. Beide Mannschaften schenken sich wirklich keinen Zentimeter Eisfläche. Es wird dauernd gekämpft, gerangelt. Gefährlicher Schuss hier wieder. Gott sei Dank ging der Nebenstor. Da war an meinen Augen der Handschuh, kam so eine Sekunde zu spät hoch. Das wäre echt gefährlich. Ja, sehen wir nochmal die Szene. Angriffsszene. Schade. Bully also. Noch. Ah, da machen sie erneut ein Tor. Die Wilds. Wild und verrückt. Wieder ein Tor geschossen. Schauen wir uns die Wiederholung an. Ruslan Fedotenko. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, das ist ein reingefrickelt. Ah, Direktschuss. Kurzes Anspiel, Direktschuss. Obere linkere Ecke. Genau ins Eck. Schwierig zu sehen, schwierig zu halten. Bully. Schlagschuss. Was ist nur los mit den Icehawks? Das muss doch besser gehen. Das war auch schon besser. Jetzt Nordström. Fast abseits. Schilling. Schnell gestoppt. Wieder gestoppt. Schaut sich das eine an, da werfen die sich in den Puck. Mit Händen und Füßen wird hier verteidigt. Ja, wenn du Anmerkungen hast, Wünsche oder sonst irgendwas, kannst du gerne im Chat schreiben. Ansonsten, falls du noch nicht auf meinem YouTube-Channel vorbeigeschaut hast, den habe ich da auch gepostet unter dem Kanal, beziehungsweise auf dem Kanal. Schau gerne mal vorbei. Es gibt ganz viel Eishockey da mittlerweile. Also ganz viel nicht, aber 12 andere Spiele. Minecraft gibt's. Street Fighter gibt's. Oh, Möglichkeit hier. Schade. Drop jetzt nochmal auf Talanor. Talanor auf den Verteidiger. Schlagschuss. Möglichkeit. Hält den Puck Gott sei Dank noch im Drittel. Ah. Ja, wir kommen dann einfach abgenommen. Ne? So wie so einem kleinen Jungen wird hier einfach der Puck entwendet. Verloren. Van Dijk versucht sein Anspiel auf Trop. Schieß doch! Versucht das noch in der letzten Sekunde. Yeah. 1:2, da geht noch was. Es ist natürlich noch nicht verloren. Wir sind ja erst am zweiten Drittel jetzt. Aber bleibt wirklich brandgefährlich, dieses Match. Ein wichtiger Anschlusstreffer. Es müsste jetzt kommen im Anfang des dritten Drittels und vielleicht das Game nochmal rumreißen. Spiel fortsetzen. Bully. Zu spät.
Ah, schön. Hat er den noch bekommen? Schlagschuss. Ah, ein Bulli rausgeholt zumindest, ne? Ich habe eigentlich so ein bisschen auf einen Abpraller gehofft, dass der von rechts den noch bekommt. Hier sehen wir es ja, da kommt einer rechts. Und dann hätte er den reinmachen können. Aber hat den leider direkt bekommen. Bulli. Jo, gutes Anspiel auf Ross. Und da wird er wieder geblockt. Das ist echt... Jawohl, drin. Endlich. Nicht das schönste Tor, aber sofort verwandelt, die Chance ausgenutzt. Hier in der letzten, in der schnellen Reaktionszeit, Garrett Ross also. Schaut mal, zack. Angenommen, direkt rechte bzw. linke Ecke vom Torhüter aus und schön reingemacht. Torhüter, keine Chance, Sicht verdeckt. Ja, damit also 2:2. Anstrengendes, spannendes Match, aber auch witziges Match. Bulli. Gewonnen. Trop. Kommt den Puck. Ah, knapp daneben. Schade, das war eine gute Möglichkeit. Nochmal den Puck. Spielt vors Tor und Trop. Saved. Hallo und willkommen im Stream. Schön, dass du einschaltest. Drittes Drittel jetzt noch. 16 Minuten. Iowa Wilds gegen die Rockford Icehawks. Schlecht gezielt. Bekam ich sogar einen Punktabzug. Es war aber auch wirklich schlecht gezielt. Bulli. Seabrook. Trichtinov. Ja, da retten sie es. Da retten sie sich. Die Iowa Wilds entgehen dem Druck mit diesem langen Pass, langen Schuss. Schilling. Immer wieder hapert's, ne? Im Abschluss. Gute Möglichkeiten. Tor! Ausgenutzt! Ich sag's noch, immer wieder hapert's. Und da belehren sie mich eines Besseren. 3:2 für die Rockford Icehawks. Peter Ragin. Hier sehen wir es nochmal. Bam! Schön. Schönes Tor. Kurz gespielt. Bulli. Was war das? Abseits. Oh, abseits. Okay. Gar nicht mitbekommen. Bulli. Oh, der ging noch. Gut. Schlagschuss. Schade. Nochmal die Möglichkeit. Was ist denn das für ein Keeper, ey? Schlagschuss. Selber geblockt. Mitchell. Ja, muss stecken. Ah, da stand wieder einer frei vom Tor. Das ist echt, das passiert oft. Das darf nicht passieren. Intercept vom Buckle. Kontermöglichkeit. Schnelle Kontermöglichkeit. Aber Leighton klärt. Sehr gut. Ja, okay. Keine wirkliche Gefahr jetzt. Bulli. Rain of Schilling. Da wird der Name gar nicht angezeigt. Pass vors Tor auf Haggerty. McCarthy mit einem Intercept. Bringt die Wilds wieder in den Angriff. Iconen, der Schütze des ersten Tores. Ragin. Nordstrom. Schaffen sie es? Schaffen sie ein 4:2? Trichtinov. Auf Nordstrom. Pfosten. Oh, ist das ein cooles Match, oder? Iconen jetzt. Auf Grovak. Oh, der steht gut. Bin ich froh, dass Leighton im Tor ist. Der reißt echt raus.
6 Minuten noch. McCarthy. Ikonen. Jetzt Wechsel für die Icehawks. Ja, gutes Anspiel. Da läuft er genau in den Check rein. Kann noch mal retten hier. Ah, komm schon. Jetzt, der war gut. Schade, ich hoffe, mein Mikro übersteuert nicht. Das macht's manchmal, ne? Nicht, wenn dir die Ohren hier wegfliegen. Jo, schön noch dran gewesen. Hat er den noch gehindert? Nein. Abseits. Gut, gut, dass die im Abseits waren. Bulli also. Das war echt eine krasse Möglichkeit. Schade. Jo, schönes Anspiel. Drop. Jetzt die Möglichkeit. Schade. Ah, mir mangelt es einfach am Verwandeln noch. Ja, ich bin schon mal froh, dass das Teamspiel besser ist. Ne? Das habe ich schon mal gesagt. Da hatte ich sonst sehr oft ein F. Jetzt bin ich runter auf ein C oder B minus. Das ist, glaube ich, mein bestes Teamspiel bisher. Voll gut. 3 Minuten noch im dritten Drittel. Knappe Führung für die Icehawks gegen die Iowa Wilds. Ah, ich sag's noch. Ja, schön geblockt. Und jetzt Konter für die Icehawks. Machinter. Macht das. Knapp. Buckle, Haggerty, Donald. Ich sehe nur Namen aufploppen. Ikonen. Die Wilds versuchen es jetzt nochmal. Aber Intercept, wichtiger Intercept hier von der Verteidigung der Icehawks. Machinter. Donald sichert nochmal den Puck. Es zählt jetzt wirklich jede Sekunde Puckbesitz. Donald nochmal. Haggerty. Donald. Machinter. Swedberg. Ein wildes Hin- und Hergepasse, was da abgeht. Schönes Anspiel, Passspiel. So kenne ich die Icehawks. Tower! Da war es die Pfoste. Schade. Der wäre doch jetzt verdient gewesen. Da fehlt es aber echt am Quäntchen Glück auch. Die letzten Sekunden. 7 Sekunden, 6 Sekunden. Ah, schlechtes Anspiel. 2 Sekunden, 2 Millisekunden. Auch das ein aufregendes Match, muss ich wirklich sagen. Ich sitze hier in meinem Stuhle und bin nicht schweißgebadet, das ist ja völlig übertrieben, aber ziemlich aufgeregt. Das ist echt krass. Es wird auch gleich weitergehen im nächsten Stream mit Uncharted. Will das irgendwie das erste Game zu Ende bringen? Mal schauen, ob das heute gelingt. Nun ja, das ist eine andere Geschichte. Also freue mich, wenn du wieder einschaltest. Es geht so in 10 Minuten weiter mit Uncharted. Ansonsten verabschiede ich mich mit diesen letzten Szenen vom heutigen Match. Alles klar, ciao, ciao und bis bald.